Hallo. Noch kurz was Allgemeines zu dem ganzen Rahmen unserer Erkundung. Wir haben ja im Sommer war ich mit der Daniela Dietrich zusammen in Berlin. Da haben wir hier einen Kulturpreis gewonnen, Kinder zum Olymp. Und auf der Zugfahrt, ja, da haben wir gemeinsam überlegt, dass wir das doch mit dieser Topshot-App mal machen könnten, erkunden. Und zwar habe ich selber einen Filmkurs, immer vierstündig. Wir haben so einen Praxistag bei uns an der Schule jedes Jahr. Da sind jetzt zwei Schüler aus dem Filmkurs da. Und alle Schüler, die jetzt hier sind, Sophia, Otto, Jakob und Jonas, die sind auch bei mir in der AG Jugendfilmjury. Ja, die wurde hier vor 4 Jahren von dem Holger Twehle, der hier auch im Publikum ist, mitgegründet. Das ist eine AG bei uns an der Schule. Und mit der Daniela Dietrich hatten wir uns dann, wir beide uns gemeinsam überlegt, dass wir doch mal mit der Jugendfilmjury ins Museum kommen. Und dann mal vergleichen, was leistet die App im Vergleich zu der Vermittlung im Museum. Und weil man ja gut über Sachen sprechen kann, wenn man einen Vergleich hat. Und das Gleiche habe ich dann noch gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, wie es hier weitergeht. Genau, also da waren wir dann mit der Jugendfilmjury im Museum in der Dauerausstellung, haben die interaktiven Stationen im zweiten Stock erkundet und die Filmprojektion, also diesen Filmraum, uns auch 50 Minuten lang angesehen und haben danach dazu auch, sieht man rechts das Bild, die Topshot-App durchgearbeitet. Und der zweite Versuchsaufbau war dann Topshot-App im Vergleich zu dem Unterricht in der Schule, in dem Filmkurs. Und da mache ich das klassischerweise so zwei Teile von der Topshot-App, nämlich die Einstellungsgrößen oder dass man über Einstellungen redet und auch über Kameraperspektiven, dass ich eine Sequenz von North by Northwest zeige und dazu auch ein Arbeitsblatt habe, noch ein anderes Arbeitsblatt. Und in der Stunde drauf haben die Schüler sich die App runtergeladen und haben die dann getestet. Gut. So viel zum Versuchsaufbau. Ich werde jetzt gar nicht weiter über die App berichten. Ich dachte eh, alle kennen die. ansonsten, die ist hinten auch auf den Tablets drauf. Man kann die sich auch runterladen. Man könnte die sogar relativ schnell jetzt runterladen, wenn es hier ein Netz gäbe oder WLAN. Aber machen Sie es danach. Prinzipiell ist die aufgebaut, dass es hier diese... Ach so, okay. Ich dachte auch, das wäre bekannt, aber das ist NRW Film und Schule. Film und Schule. NRW Film und Schule hat die rausgebracht und ist kostenlos, ist auch nicht sehr umfangreich. Also das eine, was man jetzt nicht sieht, das letzte Kapitel, da geht es um Montage. Und für die ganzen Kapitel ist ein Film produziert worden, ein kurzer Film. Und den sieht man dann in verschiedenen Looks mit verschiedenen Sounds. Und man sieht die Protagonisten bei den Einstellungsgrößen, bei Montage und auch bei den Kameraperspektiven. Also wurde ein extra Film produziert, ein Mann trifft eine Frau, das ist so die Geschichte. Okay. Und jetzt gebe ich euch die Mikros weiter, symbolisch. Ja, wir reden darüber, wie es im Vergleich zum Museum ist, also die App, wo man mehr lernt und... Ja, in der App lernt man halt die Basic-Begriffe sehr schnell, eigentlich automatisch, ohne dass man überhaupt irgendwas macht. Dagegen wird es halt irgendwann schnell langweilig und da man sollte es auf jeden Fall mit mehreren Personen machen, weil man auch für die Einstellungsgrößen noch eine zweite Person braucht. Mir persönlich hat der Sound sehr gut gefallen, weil man da lernt, wie das wirklich... Also, dass es für die Szenen auf jeden Fall richtig wichtig ist und wie das die Szenen auch verändert. Und also mir ist so aufgefallen, dass es vielleicht gut für als Workshop-Hilfe wäre und dass es vielleicht besser wäre, wenn man dazu Aufgaben kriegt, weil dann wird es auch nicht so schnell langweilig und ja. Im Museum fand ich die Montage viel besser. Weil man da die Szenen, also wir haben aus Harry Potter welche gesehen und da hat man halt richtig gesehen, wie sich das komplett verändert hat und weil man die Szenen halt schon kannte,
hat man dadurch mehr gelernt oder hat man den Sinn dadurch besser ändern können oder besser verstehen können, dass es den Sinn komplett ändert? Ja. Also ich persönlich fand, dass die Texte in der App etwas langweilig waren, aber man konnte ein paar gute Infos aus den Texten entnehmen. Am besten an der App hat mir gefallen, dass man sich die Kameraperspektiven sehr einfach und schnell merken konnte und die sich auch gut angucken konnte, ohne größeren Aufwand. Aber bei den interaktiven Stationen im Museum hat man mit mehr Spaß mehr gelernt. Und es kam uns so vor, als wäre die App weniger interaktiv. Und im Museum hatten wir dann auch danach das Gefühl, insgesamt vom ganzen Museumsaufenthalt mehr gelernt zu haben. Vor allem durch die verschiedenen Projektionen in der Hauptausstellung. Das war sehr interessant, da konnte man sehr viel über Schnitt, Ton und Spezialeffekte lernen. Wir haben in der Schule die Topshop-Ad getestet und untersucht. Das haben wir mit 20 Leuten gemacht. Und wir haben alle Features getestet und fanden die App kreativ und modern. Besonders hat uns die Einstellungsgrößen gefallen, Farbe und Look auch. Es ist gut, dass die App kostenlos ist und sehr geeignet für Anfänger, da alle Anfänger Basics erklärt werden und interaktiv getestet werden können. Die Hälfte des Kurses gefällt die App besser als die Arbeitsblätter. Sehr schade finden wir, dass es keine Möglichkeit gibt, die, also man kann testen, wie es sich anfühlt, wenn du Einstellungsgrößen änderst, aber man kann keine Filme bzw. Fotos machen, das heißt, man kann es nur anhalten und nichts festhalten, außer man macht halt irgendwelche Screenshots. Die App wird auch ziemlich schnell langweilig, wenn man sich schon besser mit Film und Foto auskennt, da wirklich nur ganz einfache Basics erklärt werden. Und wir denken, dass diese App nicht in der Lage ist, Arbeitsblätter oder Ähnliches zu ersetzen, da sie keine Aufgaben bietet oder sowas. Also man kann Dinge ausprobieren, aber es gibt keine Vorgaben, wie du etwas ausprobieren sollst. Wir in unserem Kurs haben die die Interaktivität der App mit 2,5 von 5 Sternen bewertet. Das kam bei einer Abstimmung in Anführungszeichen raus, wo ein Mittelwert gefunden wurde. Ich persönlich denke, es ist weniger aktiv, genauso wie ich mit der Gesamtbewertung von 2,9 von 5 Punkten nicht ganz zufrieden bin. Ich würde sie für einen Unterricht oder Ähnliches nicht empfehlen. Und im App Store hat die eine Bewertung von 4,7, richtig, mich wenn es von 5 wieder. Also gemischte Gefühle. Gut. Also ein großer Vorteil ist natürlich, dass die kostenlos ist, wirklich sehr leicht zugänglich. Und ich hatte mir jetzt schon vorgenommen, die im Unterricht weiter zu verwenden. Also einfach, es gab auch wirklich, also so die Hälfte des Kurses fand ich total sehr viel besser. Ja? Also und werde die weiter verwenden. Gerade was jetzt die Kameraperspektive oder die Einstellungsgröße angeht, da kann man ganz gut mit zusätzlich arbeiten, einfach. Aber ich habe noch eine letzte Folie, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und weil wir der letzte Kurs waren, habe ich dann nochmal vielleicht über die letzte Präsentation hatten, nicht der letzte Kurs, die Frage, wann gelingt Filmbildung auch digital? Und das sind nochmal so ein paar Fotos aus dem Filmmuseum und da sieht man wirklich, das sind ja auch alles digitale Präsentationen, also sowohl der Filmraum, den man da unten sieht, als auch die Station mit dem Greenscreen, ich denke die meisten kennen die, wo man wirklich, wenn man in der Gruppe zusammenarbeitet, wirklich intuitiv sehr viel lernt, ohne dass man es merkt und ein hoher Spaßfaktor auch immer dabei ist. Und das ist so eine Sache, die jetzt auch bei der App wirklich von den Schülern bemängelt wurde, dass eigentlich wenig interaktiv möglich ist. Man kann sich die Sachen angucken und dann ist fertig. Ja, also umfangreicher wäre eigentlich noch schöner, also da könnte man wirklich dran weiterarbeiten. Ich finde es toll, dass so eine App kostenlos angeboten wird auch.
Und wirklich, wenn man die App jetzt auch selber als Vermittler sieht, jetzt sind wir wieder bei Bergala, der Passeur sein sollte. Es kam bei den Schülern auch deutlich raus, dass mit der App alleine sie eigentlich, das kann man eine durchklicken, ist ganz nett, aber dann muss eigentlich noch mehr passieren. Ja? Da muss es dann wirklich noch den Lehrer oder den Filmvermittler im Museum auch geben. Denke ich, das ist auch immer viel besser. Ich bin oft hier im Filmmuseum mit Schülern und wenn ich dann einen Passeur wie den Julian habe, dann ist es nochmal viel, viel besser als die tollen digitalen Bereitstellungen, die es im Museum auch schon gibt. Das wäre so mein Punkt. Ja, erstmal vielen Dank an euch vier und an Christian. Ja, ich weiß nicht, wer die Bewertungen auf der App-Seite unten mal gelesen hat. Die waren natürlich viel euphorischer und man sieht ja, dass es offensichtlich, wenn man ein bisschen gründlicher sich damit beschäftigt, nicht immer so ist, dass es immer 5 Sterne gibt, sondern dass es durchaus Probleme hier gibt. Ja, aber vielleicht gibt es einige Anmerkungen, Ergänzungen. Das war ja zum Teil auch ein Werbeblock schon fürs Museum. Deshalb darf die, Christine jetzt als erstes genau, was dazu sagen. Ja, ich wollte mich natürlich bedanken. Ich freue mich natürlich sehr, dass unser Haus irgendwie so gut weggekommen ist. Wollte aber auch gleich nochmal sagen, dass wir niemand gekauft haben. Genau. Und außerdem hatte meine Kollegin Florine heute Morgen bester Filmlehrer den Wettbewerb vorgeschlagen. Ich würde schon sagen, Christian, das bist ja eigentlich du. Gut, danke, danke. Aber ich denke auch, das sollte man bei der ganzen Diskussion zur Filmbildung digital auch nicht vergessen. Also das kam jetzt hier in der Konferenz auch, glaube ich, bei keinem rüber, aber es ist ja schon vielleicht so, man hat da was und dann, das macht es schon alleine. Und wirklich, es gab jetzt auch aus dem Bildungsbereich Schule, aus dem ich jetzt ja komme, da gibt es jetzt wirklich seit etlichen Jahren diese HETI-Studie, so eine übergeordnete Studie, die alle Studien weltweit aus dem englischsprachigen Raum auswertet. Und da ist wirklich so das eine Ergebnis, was wirklich offensichtlich ist, dass gute Bildung von dem Lehrer oder von dem Passeur abhängt. Ja, und da kann digitale Tools können dabei helfen, aber auch nicht mehr. Ja, ich denke, eine Sache darf man natürlich nicht vergessen. Ihr seid 2 U-Bahn- oder 5 U-Bahn-Stationen vom Filmmuseum weg. Für viele in der Fläche der Schulen in Hessen ist das eben nicht so mal möglich, mal schnell dahin zu gehen, in 2 Stunden und auch wieder zurückzukommen. Insofern ist es natürlich wichtig, dass es solche Apps bzw. solche Hilfsmittel gibt, auch wenn sie vielleicht sicherlich verbesserungsfähig wären. Und vielleicht könnt ihr ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemacht habt, den Produzenten da mal ein Feedback geben, was ihr denn noch gerne hättet. Ne, das wäre ja vielleicht meine. Gut. So. Ja, ansonsten sind wir jetzt gut in der Zeit. Ach so, ja, ich wollte gerade noch sagen, deshalb können wir noch mal. Ich habe eigentlich 2 Fragen, die sind aber, glaube ich, auch recht schnell zu beantworten. Die erste wäre in der App, inwiefern das da vielleicht möglich ist oder vorgesehen ist, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt wissen, die auch selber mit zu programmieren. Also es klang ja so, dass man eigentlich den Wunsch hatte, da bestimmte Aufgabenstellungen auch mit reinzubringen, ob das irgendwie für die Zukunft vielleicht dieser App angedacht wäre, ob das auch für Schüler und Schülerinnen interessant wäre, das eigene Ding programmieren zu können zum Beispiel. Da sind wir ja wieder bei dem Vortrag von heute Morgen, dass man es sehr gut miteinander verbinden kann. Und die zweite Frage wäre eigentlich, gerade zu dieser letzten Folie auch, der Vermittler verschwindet ja so ein bisschen in vielen dieser Tools, die wir heute Nachmittag gesehen haben. Und mich würde interessieren, muss das im Klassenraum, muss das im Museum sein oder gibt es noch andere Möglichkeiten, den Vermittler anders sichtbar zu machen in diesen Apps? Also selber, ich habe Ihre Frage jetzt nicht ganz verstanden, aber ich glaube, Sie wollten darauf hinaus, ob man selber an der App mitarbeiten kann. Okay, nee, das geht leider nicht. Also man kann Dinge anklicken, wild und lustig, aber verändern kann man da nichts und es gibt auch keinen Kommentarfeld in der App selber, wo man was reinschreiben könnte oder so. Und ja, die zweite Frage, ich habe gerade vergessen, worum es ging, Entschuldigung. Wirklich, Entschuldigung. Weißt du,
Genau, also es war ja gerade so ein bisschen auch durchgeklungen, das ist sehr schön, wenn man hier in Frankfurt ins Museum tatsächlich gehen kann, aber die Chance haben zum Beispiel Schüler und Schülerinnen in ländlichen Regionen nicht immer, die nicht so ein tolles Museum wie das hier zur Hand haben. Deswegen die Frage, wäre das interessant oder gibt es für euch Formen, die ihr euch vorstellen könnt, dass diese Vermittlungsperson, die ja im Museum sehr physisch in Erscheinung tritt, dass die irgendwie anders zu euch spricht oder mit euch interagiert in so einer App? Also sozusagen ein Avatar, der irgendwo euch durch irgendwas durchführt. Durch ein virtuelles Museum. Ich glaube, das wäre möglich. Allerdings wäre es halt nie so gut wie eine reale Person, da man keine Fragen stellen kann, beziehungsweise weniger gut. Aber es wäre besser als so, wie es jetzt ist, dass man einfach nur wild durchklicken kann, wenn das Ihre Frage beantwortet. Ja. Hier vorne gibt es noch eine. Ganz kurz zum Thema ländlichem Raum. Da will ich ein bisschen Beruhigung stiften. Wir sind gerade am Pilotprojekt Filmmobil. Da hinten liegen auch die Flyer aus. Und wir versuchen tatsächlich, Menschen in den ländlichen Raum zu schicken, um Filmbildung hessenweit möglich zu machen. Somit, wir sind dabei. Ja. Wir, das Deutsche Filminstitut. Tja, da werden alte Formen der Filmvermittlung wieder aufgegriffen. Ja, wenn es keine Fragen gibt, dann vielen Dank erstmal an euch alle. Applaus